Mehr als 4,5 Millionen Besucher haben am heutigen Tag des offenen Denkmals historische Gebäude, Kirchen, Gärten und Parks besucht. Wie hier im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth informierten die Veranstalter über die Geschichte und den Erhalt der historischen Bauten und Stätten. Bundesweit hatten rund 8000 Denkmäler ihre Pforten geöffnet. Viele von ihnen sind normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.